Ja, moin Leute, ne? Und herzlich willkommen zu diesem kleinen, aber mehr oder weniger wichtigen Infovideo. Ja, ist ja ein bisschen länger her, dass ich jetzt ein einfaches Infovideo gemacht habe, aber ich fand, das war hier heute mal nötig, dass ich eins mache. Keine Sorge, ihr kriegt noch ein richtiges Video heute noch im Verlauf des Tages. Ich wollte kurz über ein paar Veränderungen reden, die auf dem Kanal jetzt momentan los sind. Eventuell habt ihr es auch ein kleines bisschen so mitbekommen. Aber die meisten kriegen es halt nur dadurch mit, dass ich es entweder über Twitter oder über den Community Discord mitteile. Nebenbei, wenn ihr Infos über den Kanal haben wollt, empfehle ich euch mal wirklich auf den Community Discord zu gehen, weil wenn sich irgendwas ändert, sei es Streamplan oder Upload hier, dann steht es dort. Ich sage das nur mal nebenbei, weil ich das sehr, sehr oft in den Kommentaren lese, mit Streams zum Beispiel. Wann die stattfinden oder ob ich so irgendwas streame. Da sage ich schlicht und ergreifend auf jedes Mal auf einen Kommentar, schaut in den Community Discord. Das ist eine Info, die ich mal als allererstes loswerden wollte. Zweitens, ihr habt es vielleicht gemerkt, es gab ja jetzt mehrere Wochen wieder am Stück Spezialwochen, also eine Zelda-Woche, dann wieder eine Peach-Woche und dann nochmal eine Zelda-Woche. Zelda habe ich übrigens jetzt so hart hochgeladen bzw. durchgepusht, weil ich das jetzt demnächst wieder streamen will. Und das konntet ihr auch beim letzten Part, den ihr sehen konntet, ja auch mittendrin sehen, dass ich es als Textnachricht eingefügt hatte, dass ich vorhabe, das jetzt gleichzeitig zu streamen. Und ja, so soll es auch mit zukünftigen Projekten generell sein. Ich weiß, dass der ein oder andere das nicht mitbekommen hat. Deswegen rede ich ja hier gerade drüber. Ich habe das nämlich oft in Streams schon angesprochen, dass ich die neuesten Projekte, also wirklich die neu zukommenden Projekte ab sofort gucken will, dass ich die immer auf YouTube gleichzeitig mitstreame. Die Betonung liegt auf mitstreamen, das heißt nicht, dass ich da nur auf YouTube am Stream bin. Das haben auch viele Leute falsch verstanden. Der Stream läuft über eine zweite Seite, in meinem Falle Castrio. Es gibt noch viele weitere Seiten, das ist halt die, die ich nutze. Läuft sie auf YouTube und Twitch gleichzeitig. In der Hinsicht da die Info. Deswegen, ich schreibe es da auch mittlerweile immer am Anfang in den Stream-Chat und pinne es an, dass der Stream auf beiden Seiten gleichzeitig läuft. Aber es gibt trotzdem einige Leute, die das nicht verstehen. So, des Weiteren, nochmal um zurückkommen auf die Uploads. Wie gesagt, ihr habt das ja mit den Spezialwochen mitbekommen und ich habe ab sofort vor, meine Projekte generell in dem Muster hochzuladen. Also jetzt nicht so, ich hau jetzt zwei Videos wie bei Peach durch oder es gibt von Montag bis Sonntag hier sau viele Videos. Nein, ich will einfach von Montag bis Freitag die normalen Aufnahmeprojekte wie zum Beispiel Goblin Stone und das Xenoblade hochladen. Das wird auch mit zukünftigen Projekten so sein. Halt, das hat zwei wichtige Gründe. Es gibt noch viele weitere Gründe, aber ich nenne wirklich die zwei wichtigsten. Zum einen, damit das von YouTube mehr vorgestellt wird, weil es mir so vorkommt, als ob YouTube die Videos dann untergehen lässt, wenn ich das so mache. Ja, jetzt kommt Xenoblade, danach vorhin kommt Pikmin, dann kommt Goblin Stone. Ihr versteht schon, was ich meine, ne? Und zum anderen, damit die Projekte ein bisschen schneller vorangehen. Weil einige der Projekte, die ich momentan habe, habe ich letztes Jahr angefangen. Und ich bin heute noch nicht damit fertig. Obwohl das eigentlich recht kleinere Projekte sind, wie zum Beispiel Peach, wo ich ja jetzt nur so 35 Parts zugemacht habe. Da will ich übrigens nochmal anmerken, ich habe das Spiel ja sogar gestreckt in der Hinsicht, wo ich gesagt habe, ich mache ein Stück pro Video. Das will ich nochmal anmerken. Das Spiel hätte ich auch wesentlich früher fertig haben können. Und alles Weitere dazu habe ich ja eigentlich auch im Projekt gesagt. Also ja, das ist halt das, was sich bei den Uploads ändert. Dass halt die Videos besser bei euch ankommen. Ich habe das allein an Zelda gesehen und an Peach, wie stark das
besser variiert mit den Aufrufen beispielsweise, weil wie gesagt, wenn das so ist, jetzt kommt Goblin Stone, danach kommt Xenoblade, dann kommt Dragon Quest. Ich habe das Gefühl gehabt, das geht immer irgendwo im Algorithmus unter, dass es auch in der Abo-Box irgendwie untergeht und deswegen habe ich mein Upload-Muster geändert. Desbezüglich hat sich auch mein Wochenend-Upload-Plan geändert und das ist halt die nächste Info, auf die ich eingehe. Nämlich auf Stream-Videos. Ich habe immer noch nicht alle Projekte, die ich mir auf Twitch abgeschlossen habe, noch auf dem PC. Und die will ich noch fertig hochladen, wie zum Beispiel Wild Hearts oder Dave the Diver. Ich zähle übrigens Mario Party, was ich demnächst auch mal wieder gucke, dass ich es mit dem Trupp aufnehme. Sunny ist halt immer das größte Problem. Das zähle ich halt dazu. Kommt jetzt samstags, sonntags immer zweimal dasselbe. Also beispielsweise, ihr kriegt samstags Wild Hearts und ihr kriegt sonntags Wild Hearts. Da ist aber noch ein weiterer Unterschied, nämlich es kann variieren, dass ich zwei Videos zum Beispiel samstags hochlade und sonntags nur eins oder auch da zusätzlich nochmal zwei. Das entscheide ich dann aber immer spontan. Und die Betonung liegt wirklich auf spontan. Das hängt damit dann zusammen, wie gut ich Zeit habe jetzt dafür, wie sehr ich Laune habe. Das hängt halt auch nochmal damit zusammen. Nach Zelda ewig lang schneiden hatte ich nämlich zum Beispiel keine große Laune, jetzt noch weiter was zu schneiden. Und habe mir dann erstmal 2 Tage Ruhe gegönnt. Ist aber, glaube ich, auch irgendwo verständlich, wenn ich da 2 Wochen am Stück täglich 2, 3 Stunden Videos schneide. Würde der ein oder andere eventuell nachvollziehen können. Und zum einen auch die Veröffentlichungszeiten, das werde ich bei den YouTube-Infos auch nochmal aktualisieren, ändern sich leicht. Da steht ja momentan, Uploads sind immer beziehungsweise sind circa immer 16 Uhr. Das wird jetzt immer so sein, zwischen 14 und 16 Uhr. Das heißt, die Videos können auch mal früher kommen. Auch da hängt es ein bisschen damit zusammen, wie mit der Verarbeitung bei YouTube, ob das jetzt fertig verarbeitet ist. Und noch andere Faktoren. Und zu Samstag und Sonntag gibt es nochmal zusätzlich was zu dem Upload. Je nachdem, ob ich ein oder zwei Videos an einem Wochenendtag, ich spreche immer noch auf Samstag und Sonntag an, variiert ist, wann die Videos online kommen. Wenn es zwei Videos werden, dann kommt nämlich zum einen eins zwischen 8 und 10 online und das zweite kommt so circa 12 Uhr online. Mit circa heißt jetzt nicht, dass ihr genau 12 Uhr das Video kriegt, kann auch eine halbe Stunde früher oder später sein. Und sollte es nur ein Video an einem Wochenendtag geben, dann wird das Video zwischen 10 und 12 hochgeladen. Also wenn jetzt zum Beispiel um 11 Uhr jetzt ein Video kriegt, dann könnt ihr eigentlich mehr oder weniger davon ausgehen, dass es auch nur ein Video am Tag sein wird. Weil wenn zwischen 8 und 10 keins online kommt, dann kommt definitiv kein zweites. Und zusätzlich, da ich jetzt ja mein Upload-Muster geändert habe, mache ich ab sofort monatlich, aber nur auf dem Community-Discord, der ist immer noch in der Beschreibung verlinkt, den werde ich eventuell als Kommentar auch nochmal unter dem Video verlinken. Dort werde ich monatlich einen Upload-Plan machen. Der erste Upload-Plan für Mai ist auf dem Community-Discord-Server unter Shining-Kanalinformationen. Hier nochmal mit Text ausgeschildert, hier links von mir. Ist es ausgeschildert, wo ihr den Punkt findet, müsst ihr eigentlich einfach nur ganz nach unten gehen. Dort findet ihr den Upload-Plan als eine Bilddatei, wo sogar noch mal extra mit Bildern, also ihr müsst nicht mal lesen, ihr müsst wirklich nur die Bilder sehen. Montag, Mittwoch und so weiter. Da seht ihr dann die Bilder und wisst dann, was kommt an dem Tag online. Da stehen dann links dann sogar die Wochen, welche gemeint sind. Und ich werde gucken, dass ich immer zu Ende eines Monats einen neuen Upload-Plan mache. Dann könnt ihr dann immer sehen, okay, was kommt jetzt diese Woche. Falls euch zum Beispiel nur Goblin Stone interessiert, dann wisst ihr, okay, in der Woche kommt nur Goblin Stone. Halt so als Beispiel. Das war eigentlich auch soweit alles an Infos. Es wird übrigens nicht so sein bei den Streams, dass ich alles gleichzeitig auf YouTube mitstreame. Es gibt ein paar Ausnahmen,
Beispielsweise ein Projekt, das ihr noch gar nicht gesehen habt, aber auch erst kommen wird, sobald ich meinen Stream-Video-Ordner wesentlich leerer bekommen habe. Beispielsweise habe ich mit Sunny zusammen Sea of Thieves schon längst ein paar Streams hinter mir. Die werde ich übrigens sehr, sehr stark zusammenschneiden. Und ja. So etwas, wo ich wie bei Sea of Thieves so ewig lange Momente habe, wo man sich denkt, das muss jetzt eigentlich keiner sehen, beispielsweise Seefahrten. Ihr werdet dann noch merken, wovon ich spreche. Oder bei Survival Games, wie zum Beispiel Sunken Land. So etwas werde ich zum Beispiel dann noch im Nachhinein hochladen, weil diesen unnötigen Farming-Teil zum Beispiel bei Survival Games will ich euch dann ersparen. Weil es ist nichts Interessantes dabei zuzusehen, wie wir 1,5 Stunden auf Steine einkloppen, um Steine zu farmen. Nur so als grobes Beispiel. Auch ein anderes Beispiel sind die Splatoon-Splatfeste. Das schneide ich nämlich immer 2 Tage zusammen. Dann habt ihr nämlich ein Video statt zwei. Ich gucke dann auch immer, dass ich die so früh wie möglich online stelle. Die werden aber wahrscheinlich nicht im Upload-Plan mit drinstehen. Sage ich euch schon mal jetzt. Die werden dann einfach als Zusatzvideo dann samstags als Zweitvideo hinzugefügt. Das war dann jetzt aber auch wirklich so langsam alles an Infos, die ich hier für euch hatte. Wir sehen uns dann später noch bei einem richtigen Video wieder. Ich hoffe, die Infos sind alle bei euch hängen geblieben. Wie gesagt, es waren wichtige Infos in Bezug auf Uploads und auch auf Streams. Und ich lege hier nochmal wirklich jedem ans Herz, der über alles informiert sein will, was auf diesem Kanal ist, auf dem Community Discord vorbeizuschauen und sich dort unter Shining Kanalinformationen oder wenn euch nur die Streams interessieren, es gibt einen Stream-Ankündigungskanal. Wenn da was drinsteht, dann wisst ihr, es gibt einen Stream. Ansonsten gibt es keinen. Da habt ihr die nötigen Infos. Sie sind alle vorhanden. Ihr braucht über nichts nachfragen. Wenn irgendwas ist, steht es auf dem Community Discord Server. Also ihr braucht da wirklich nichts nachfragen. So, jetzt habe ich euch aber wirklich lange genug einen vom Weg gelabert. Wir sehen uns dann später noch bei einem richtigen Video wieder, weil heute kommt noch der letzte Peach Part online und dann beginnt auch eine Goblin Stone Woche. Ja. Desbezüglich sage ich ciao und wünsche euch noch einen schönen Tag. Oder falls ihr euch das Abend ansieht, noch eine gute Nacht. Und wir sehen uns, wie gesagt, später wieder. Ciao.